einen Antrag vorgelegt hat, der wirklich vielleicht gar nicht in dieses Haus gebracht werden sollte. Jan Korte jetzt, der parlamentarische Geschäftsführer der Linken. Zurzeit extrem wichtige Dinge, die wir hier diskutieren müssten. Armutsrenten, Kinderarmut, Kriege und vieles andere mehr. Was ist der AfD wichtig? In dieser Woche ist ihr Folgendes wichtig. Sie hat eine Aktuelle Stunde beantragt zu ihrer eigenen Demo, die irgendwie nicht geklappt hat. Und heute möchte sie, dass der Bundestag Äußerungen eines Journalisten unter anderem missbilligt. Der wahre Titel für ihren Antrag müsste eigentlich lauten, wenn er denn sachlich begründbar wäre, Vollcrash der AfD mit der Pressefreiheit und den Grundrechten. Das ist der Kern ihres Antrags. Und ich will auf etwas anderes kommen. Alle haben wir das gesehen in diesem Land. Dieses Bild von Dennis Yücel, wie er seine Frau nach einem Jahr unschuldig im Knast sitzen in den Arm genommen hat. Und es ist ja eigentlich so, dass Menschen einen inneren Kompass haben. Mit Mitgefühl, mit Menschlichkeit, mit Freude, wenn sich Menschen wiederfinden. Vor allem, wenn jemand unschuldig im Knast gesessen hat. Dieser Kompass ist bei Ihnen vollständig im Eimer. So viel Niedertracht muss man erst mal zustande bringen. Nun zu Ihrer Fraktionsvorsitzenden. Sie hat gesagt, Yücel ist weder Journalist noch Deutscher. Fällt Ihnen was auf? Fällt Ihnen was auf? Das ist der Klassiker, gerade sich zu früh zu freuen. Fällt Ihnen eigentlich was auf? Ihre Kritik an Dennis Yücel gleicht exakt der Kritik des türkischen Präsidenten Erdogan. Sie sind der verlängerte Arm von Erdogan im Kampf gegen Yücel und die Pressefreiheit. So sieht's mal aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. So sieht's aus. Denn auch der türkische Präsident spricht Yücel ab, Journalist zu sein. Dann sagt ihre Fraktionsvorsitzende weiter, ich zitiere, ein Journalist wie Yücel, der nicht nur einmal die Grenzen des guten Geschmacks verließ, sollte eigentlich keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. So ihre Fraktionsvorsitzende. Zum einen kennen Sie sich mit dem Verlassen des guten Geschmacks wie kein anderer aus. Das ist wahr. Aber, und das ist ja der ernste Teil, dahinter steckt natürlich ein Motto. Und das Motto ist, ich entscheide, wer Deutscher ist und wer nicht. Und auch das ist exakt dieselbe Denke des türkischen Präsidenten Erdogan, der das Blut deutscher Abgeordneter untersuchen wollte. Das ist beides völkisches Denken, was dieses Land und Europa in den Abgrund geführt hat. So einfach sieht es hier nämlich aus. Was ja auch interessant sind, dass ja gerade Sie, die hier jede Woche austeilen bis zum Getno, und wenn dann die Kritik zurückkommt, Sie wie die Mimosen rumheulen, wie ungerecht das denn alles ist. Ja, Sie weinen doch immer rum. Ich kenne das doch auch in den Runden, Herr Baumann, wo wir zusammensitzen. Ja, ich will es doch ja nur einmal aufrufen. Ich bin im Einstecken als Linker sehr ausgebildet. Und ich will Ihnen sagen, dass ausgerechnet Sie, die bei allen Überschreitungen, die Sie ja zum Geschäftsmodell gemacht haben, ansonsten kämen Sie ja nicht vor, weil Sie Inhalte hier nicht vorzuweisen haben, Sie berufen sich immer auf die Pressefreiheit, die Sie heute grundlegend infrage stellen. Das ist ein gewisser Widerspruch. Und zum Schluss. Es ist doch wirklich schon relativ bizarr, dass ausgerechnet Sie, die ununterbrochen vor einer herbeihalluzinierten Islamisierung Deutschlands reden, ausgerechnet mit dem Islamisten Erdogan gegen den Journalisten Yücel und die Pressefreiheit vorgehen. Das muss Ihnen doch mal auffallen. Ich bin so freundlich, Sie auf diesen Widerspruch aufmerksam zu machen. Zum Schluss. Eine kleine Denksportaufgabe. Es gibt ja gerade in Deutschland mit den vielen Parteistatuten und Vereinen sowas wie Ehrenmitgliedschaften. Mein Tipp wäre, ich hätte einen heißen Kandidaten für eine Ehrenmitgliedschaft bei ihm, den türkischen Präsidenten Erdogan. Ihr Antrag wird selbstverständlich volle Kanne abgelehnt. Ja, meine Damen und Herren, um das noch mal klar zu sagen, die Äußerungen von Dennis Yücel im Einzelnen sind sicherlich diskussionswürdig. Da sie aber ganz klar als Satire gekennzeichnet waren, muss man sie auch in diesem Kontext verstehen.